Also ich sag mal, wir haben dich schon in der Vorrunde recht gut im Griff gehabt, haben dort auch schon 2-1 gewonnen. Und im späteren Finalverlauf haben wir dann leider nicht geschafft, ins Finale einzuziehen. Dafür, finde ich, haben wir das hier besser gemacht, haben uns auch gegen die vermeintlich stärkeren Gegner durchgesetzt. Und am Ende bin ich nur froh, dass wir als Mannschaft Stadtmeister geworden sind. Hallenmeister. Zum heutigen Sieg. Ich sag mal so, wir haben verkorkst eine Halbserie gehabt. Ja? Und das haben wir uns heute mal wirklich verdient, mal Erfolg zu haben. Ich hoffe mal, dass wir diesen Erfolg und diese Emotionen dann auch in die Rückrunde mitnehmen. Und, yeah! und alle Heimspiele, die wir jetzt haben, auch erfolgreich bestreiten und dann auch wirklich tabellarisch mal ein bisschen besser aussehen, da wo wir hingehören, dass wir da auch da stehen am Endeffekt. Nein, 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 nein! Ich denke mal, wir haben trotzdem ein ganz gutes Turnier gespielt. Bei den Mannschaften, die hier heute teilgenommen haben, ist es auch nicht selbstverständlich, in die Endrunde, sprich auch ins Finale zu kommen. Und ich glaube, dass das Finale ausgeglichen war und Baris hat halt kurz vor Schluss das Tor gemacht und ist damit halt als Sieger aus dem Spiel gegangen. Generell, es ist schon was anderes als letzte Woche in Delmenhorst, weil das Spielfeld halt wesentlich größer ist. Also Delmenhorst ist viel mehr Zweikampf und viel schnelleres Spiel drin. Hier ist das Spielfeld halt größer. Natürlich hat das Turnier uns Spaß gemacht. Und wir wollen mal sehen, wie er nächstes Jahr der Ausrichter ist, wo das dann stattfindet. Ich bin hochzufrieden. Wir haben ja in Ganakesee sind wir in der Hauptrunde ausgeschieden. Und heute waren ja eigentlich die guten Mannschaften hier versammelt. Wir haben eine gute Gruppenphase gehabt, nur gegen Wildeshausen verloren. Und insgesamt bin ich mit der Mannschaft sehr zufrieden. Dann gegen Wildeshausen zum ersten Mal in der Halle gewonnen, Spiel um dritten und vierten Platz. Damit war ich also schon zufrieden. Für mich überraschend, Baris Meister geworden, hatte ich nicht mitgerechnet, weil ich hatte schon Wildeshausen und Abdin ganz vorne gesehen. Aber in der Halle geht es immer schnell und von daher ist es alles gut gelaufen heute.